So, meine Freunde, willkommen zu Euro Truck Simulator 2 im Multiplayer mit mir, dem Reba, dem Niro und dem Chappa. Hallo. Hallo. Ja, wir haben ja jetzt mittlerweile, oder wir haben ja schon mal Euro Truck Simulator gemacht. Wir wissen, Niro und ich, wir wissen, wie es abgeht. Mal gucken, wie schlimm es nachher jetzt auf der Fahrt Richtung Großbritannien wirklich wird, ob wir getrollt werden oder nicht. Hoffen wir mal oder nicht. So, jetzt sind da voll viele in meiner Nähe, oder was? Also ich bin bei Mercedes-Benz da, beim Autohändler. Mhm. Bei Mercedes-Benz in Stuttgart. Mhm. Hol dich gleich ab. Hallo, drück doch T. Hier. Warum drückt denn da nicht T? Da fahren wir einen kleinen Umweg. Jetzt it. Okay, jetzt hab ich's. Du bist bei Mercedes-Benz. Dann müsstest du mich gleich vorbeifahren sehen. Oh, das war knapp. Ich hab Post, das ist geil. Dirk, siehst du mich? Ich bin jetzt bei Mercedes-Benz. Ist das ein Renault? Nee, ich seh dich nicht. Ja, kann es sein, dass du vielleicht auch offline bist? Weil ich musste jetzt auch nochmal einmal reconnecten. Ja, das könnte nämlich gut sein. Warte ich hier gerade mal. Oh Mann. Weil ich fahre jetzt zum Dings, zum Mercedes-Benz. Selbstständiger Fahrer gesucht. Bla bla bla, ist mega. Mittlerweile gibt's ja hier, wie heißt denn? Mercedes-Benz. Früher hieß das Majestix oder so. Weil sie die Rechte nicht bekommen haben an Mercedes. Geil. Ja. Oh Gott. Oh, da ist Riva. Boah, Alter. Hä, wo seid denn ihr in aber Stuttgart? Aber wuchtig dagegen. Ja, immer noch bei Mercedes. Genau. Hä? Ich sehe euch da gar nicht. Ich stehe direkt auf der du rechten Seite von offline. Mercedes-Benz. Nochmal, du musst einmal reconnecten, einmal ganz komplett raus, einmal den Multiplayer nochmal neu starten. Da kommst du direkt da raus, wo du dich ausgeloggt hast. Ja, wer macht jetzt meine ganze Fracht gut? Wer? Moment mal. Wer macht deine komplette Fracht kaputt? Ah, ja, nice. So. Willst du die jetzt hier stehen lassen, oder was? Ja, klar. Dafür kannst du reported werden. Das ist mir egal. Okay. Ich glaube, ich sehe euch da. Ja, genau, da hinten ist er. Ja. Also. Fahren wir mal einfach hier rüber. Das Problem ist, mein normaler LKW steht in Paris noch. Deshalb muss Und ich dann. Los geht's. Mit diesen. Alter, was ist mit dem LKW los? Mit welchem LKW denn? Mit meinem! Alter, warum? Der geht voll ab! Der hat voll die Scheiße! Volvo ist kacke! Ja, was fahr ich? Ein Renault? Meinst du, das ist besser? Ich hasse den Blinker bei Renault. Warum blinkt meiner die ganze Zeit? Hallo? Ja, drückt nur F. Der gibt voll Gas! Jetzt hast du aus. Oh ja, nice. Ich hab eine Geschwindigkeitsübergrenze. Du, Dirk, kannst du mir sagen, ob hinten meine Warnleuchte an ist? Lol. Meinst du, ich hab schwarzer Bildschirm. Okay, ja. Sein Spiel ist abgestürzt. Nice, Dirk. Was? Alter, hinten deine Aufnahme! Was war denn der Scheiß? Ich werde nochmal das Spiel neu starten. Mach Stress. Wir warten. Sind wir ja schon weit gekommen, ungefähr einen Kilometer. Geisterfahrer. Ja, ein Troller. Alter. Boah. Boah, ich hab grad echt ein bisschen Herzstechen, gell? Alter, aua. Leute, seid ihr eigentlich wirklich zu blöd, um richtig zu fahren, echt. Da kommt der Nächste. Ey.
Oh, es gibt schon Idioten. Äthiopen? Idioten. Du Äthiopen. Boah. Was denn? Ich guck voll ernst. Ja, nice. Was ist denn? Ich kann keine Aufträge gerade annehmen. Hä? Ja, aber wenn du einfach auf Farm drückst, ja, genau, dann kommst du automatisch wieder auf den Spot von gerade eben. Genau. Okay. Nee, der sagt mir, ich soll einen Auftrag auswählen. Ja, wahrscheinlich, weil du, Witzbold, gemeint hast, du wärst besonders lustig, wenn du den Anhänger abkuppelst und einfach irgendwo hinstellst. Ja, egal, komm, lass weiterfahren. Okay. Also, für die Zuschauer, wir haben heute schon wieder nur Probleme. Beim einen kam eine Viruswarnung, der andere kann jetzt nicht mehr mitspielen. Somit sind wir jetzt wieder nur zu zweit. Moment. Dies, zu entschuldigen. Kaufen wir jetzt einfach einen LKW. Ich habe einen Kredit einfach bei der Dings aufgenommen und kaufen jetzt einen LKW. Ja, du weißt schon, dass der in deiner Heimatstadt hingestellt wird. Und wo ist die nochmal? In Stuttgart. Ah, okay. Gut, immerhin. Jetzt versuche ich euch einzuholen, Leute. Ja, du, ja, das wird jetzt ein bisschen komisch. Markus, du fährst ein bisschen komisch. Ja, warum? Was meint er? Ja, du fährst über die Begrenzung, da darfst du gar nicht fahren, weißt du? Boah, und der will seinen Führerschein machen, Leute. Leute, Leute. Du musst bei Bern-Zürich raus dann, gell? Merkt ihr das? Bern-Zürich. Bern-Zürich, ja. Er wird es nicht finden. Mm-mm. Lass mich in Ruhe. Arschgeil. Ich habe jetzt einen Kredit aufgenommen, den ich nie zurückzahlen kann. Ist ja gut. Passiert ja sowieso in dem Spiel nichts. Ja, genau. Passiert ja eh in dem Spiel. Riesen Real-Life-Rechnung. Was? Boah, der Lahmarschige da vor mir, ey. Dann überhol doch. Ich fahr erstmal nach Mannheim. Dann müsste ich erstmal in die Nähe von euch kommen. Ich weiß nicht, ob wir nach Mannheim hochfahren. Ah! Bern-Zürich da raus. Also am großen Autobahnkreuz, zweite Ausfahrt. Merkst du das bitte, gell? Ich und folgst der Autobahn einfach immer Richtung Bern und Zürich. Zürich. Ich muss wenden. Also die A81. Vielleicht einfach noch einen Kredit im Koffer. Warum denn nochmal? Ah ne, warte mal, du musst jetzt die Ausfahrt Straßburg nehmen Richtung Frankreich. Ach so, ja gut, das. Oh, halt an! LKW, halt an. Straßburg sagt es. Läuft bei Nero. Ja. Upsa. Ey, warte mal, mich juckt's. So, gut. Was? Was? Ne, was war die Frage jetzt noch? Nix. Ah, okay. Tobi, da kommt dir einer entgegen, pass auf! Alter, du Nudde. Einfach auf der falschen Straße. Du kannst schon reporten, gell? Ja? Das. Es ist noch gelb! Es ist noch gelb. Boah, also ich glaube, ich schaff's jetzt nicht hoch. Markus, warte mal. Ich fahr gerade 22. Ich fahr gerade 100 in der 50er-Zone. Und der will seinen Führerschein. Ja, bei uns fahren die auch alle so bekloppt. Die fahren in der 30er-Zone, fahren die 50. Wer macht denn sowas? Ah, da kommen darüber. Ich glaube, das werden 20 Minuten Folgen locker, weil wir haben noch 1121 Kilometer vor mir, vor uns. Ich habe den LKW schon an die Wand gesetzt. Ach ja. Boah, oh, Alter, habe ich mich jetzt gerade erschreckt. Unter uns ist gerade ein LKW lang gefahren auf der Autobahn. Also wir fahren jetzt gerade Landstraßen, gell? Beeil mich.
Du wirst uns nie wieder finden, glaube ich, weil ich wir sind wieder runter von der Dings. Wir müssten dann irgendwo anhalten und dir sagen, wo wir uns dann treffen. Also in der Stadt ausmachen. Das wäre irgendwie, glaube ich, einfacher, wie zu sagen, oh. Ja, welche ja, das sollten wir tun. Landstraßen wir jetzt gerade langfahren. Wieso lachst du jetzt so? Echt jetzt? Ja, wie lange hattest du den jetzt? 2 Minuten? 3 Minuten? Wow. Ja. Ja, ich bin gleich da. Markus, wenn du gleich irgendwo dann mal eine Dings siehst, eine Tankstelle oder so, lass mal da ganz kurz anhalten, damit wir gucken. Okay. Ah, das machen hier auch voll viele nicht. Was? Bei den Ampeln in der Stadt oder so, da fahren voll viele drüber. Wenn du da anhältst, dann da fahren sie in dich rein oder hupen oder keine Ahnung. Weil ich bin ein sozialer Mensch, ich fahre trotzdem in der 50er-Zone 120. Ja, das ist ja nicht so schlimm, weißt du. So, ich habe an der Tankstelle angehalten. Und warum ich setze keinen so Blinker? Schnell, Mann. Ich kann, gerade mal, wenn es hochkommt, mal 100 fahren oder 110, aber schneller fährt der blöde LKW nicht. Ups, ja gut, ich habe das Straßenschild mit drauf ab. Eine Ware. Komm, jetzt stelle ich mich noch schnell neben dich. Nein. Damit wir noch ein schönes Bild machen können. Guck mal hier so. So, zack, 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 zack. Ne, warte mal, wie geht denn das aus? Ah! Ah. Wie kriege ich nochmal das Dings aus? Ah, jetzt. Und also, das da noch aus. Guck mal hier so. Zack. Ja, wenn du auf der Karte guckst, von Stuttgart, du hast ja hier dann daneben Straßburg, ne? Ja. Also, so, und wir sind jetzt, da ist ja kurz vor Straßburg, ein bisschen eine weiter Tankstelle. Nach rechts. Ja, genau, in der ersten aber. Nicht in Straßburg drin, sondern ein bisschen und weiter davor, rechts. Ja. Da sind wir. Okay, dann bin ich fast da. Okay. Warten wir mal kurz. Boah, ich bin 2600. Was? Im Minus. An Geld. Wow. Ich zahle meiner Banken auf den Scheiß wieder. Das ist mein LKW. Sprint durch. Sorry. Dieses inkompetente Stückchen Code, ey. Namens. Dirk. Willst du mir anlegen oder was? So, die ganze Welt wartet jetzt nur auf dich, gell? Da kommt einer mit dem Anhänger. Ich hab keinen Anhänger. Wie es abgeht, ey. Techno. Ja, Angeber habe ich nicht. Kacknoob, ey. Unterbrechen wir die Aufnahme. Warum? Dein Auto ist wieder hier, oder? Ja, nee, wir fahren weiter. Alter. Nee, weil wenn wir das jetzt anfangen, dann kommen wir heute gar nicht mehr zum Ende. Das ist das Problem. Ich hab mein Auto gerade aufs Dach liegt.
Ne, dann fahren wir jetzt weiter. Ich finde euch noch. Aber weißt du, ich beweise ja immer schon wieder meine Inkompetenz in diesem Spiel. Aber Tag. Ich war zu schnell in der Kurve und dann habe ich ein Schild mitgenommen und habe mich aufs Maul gelegt. So. Ja, ich verlasse die City. Ich fahre in der Mittelspur. Ich sag's dir, wir hätten das Rennspiel nehmen sollen mit Trucks. Hätte ich noch gewonnen, ja, aber. Ja, nee, hier? Das hätten wir uns ja extra kaufen müssen. Ja. Boah, ich glaube, ich fahre dem Typen hinten rein, der hat Ware. Wow. Willst du jetzt für deine Inkompetenz andere leiden lassen? Ja, das Problem ist halt wirklich, wenn du das halt zu oft machst und dich einer davon reportet mit einem Videobeweis oder sowas, dann kriegst du einen Bann dafür und dann kannst du gar nicht mehr im Multiplayer spielen. Hast du Dr. Slash bitte? Das Slash! 120 in eine Kurve rein. Ich darf jetzt nicht mehr so brüllen. Ich muss jetzt hier der sanfte Unterhalter sein. Also mit der erotischen Stimme. Du darfst nicht brüllen, soll ich mal abbremsen? Ruckartig. Nein, bitte nicht. Du es. Klickt der rum, die Sau. Dann wollte er überholen, die Sau, und auch noch rechts. Rechts überholen ist verboten. Jetzt will der auch noch links überholen, warte mal. Ja, links überholen? Alter, echt dein Ernst jetzt. Wenn es überholen geht. Die Überholspur. Oder wir müssen hier raus. Oh. Geschwindigkeitsübergrenzung. 50. Wie heißt die Stadt nochmal, wo ihr hinfahren müsst? Ja, also meine ist hier Cardiff oder so. Cardiff in GB. Coach Britannien. Da vorne ist ein anderer. Mal gucken, ob der sich jetzt der ordentlich Erstlo fährt oder ob der uns jetzt umhaut. Kalist oder? Boah. Cardiff, da. Ich hab's. Ja, ich mach mal einfach da einen Punkt hin. Da, der ist rausgefahren gerade. Markus, wo bist denn du? Da oben. 330 Meter hinter mir. War das Hupen bei dir? Nein. Sicher? Ey, dann habe ich das gerade eben durch dein Mikro gehört, dass du gehupt hast. Krass. Oh Mann, Markus. Wo bist du? Du hast einen Unfall gebaut. Nee, ich bin gleich bei dir. Ich fahr gerade mit 85 weiter. Der ist nicht so inkompetent wie ich. Ich habe jetzt die Kurve geschafft. Was, der ist nicht impotent? Inkompetent. Kompi? Kompetent. Nicht zu verwechseln mit Kopi. So, Mautstelle. Na komm, scheiß drauf, wir fahren in einem Zug durch. Er gibt Vollgas. Alter, jetzt im Ernst? Mitten auf der Straße einfach anhalten, Alter. Mitten auf der Straße. Lutscher. Kommt der da angefahren wie so ein Irrer? Ja, jetzt warte doch mal ganz kurz. Ja, warum denn? Muss ich mich nur überholen, gib's doch zu. Warte doch. Weißt du, das Lustige ist, das ist eine Autobahn und ich fahre da gerade mit 30 lang. Ich fahre auf einer Landstraße mit 120, wo 60 erlaubt ist. Ja, du machst ja nichts. Weißt du warum? In der nächsten oder übernächsten Kurve legst du dich wieder aufs Dach und startest wieder von Stuttgart aus. Nein. Mal langsam. Ich bin hier der absolute Rennfahrer, ja? Du brauchst gar nicht blinken. Doch, ich fahr jetzt. 140. Mit dem LKW.
Ich hoffe, jetzt kommt Gegenverkehr. Bei wem? Einfach bei mal wieder so ein Geisterfahrer, der volle Kanne Nero reinfährt. Warum bist du so gemein zu mir? Ja, ich bin doch nicht gemein. Wie viel Schaden hast du eigentlich schon? Null. Hä, der Typ ist doch vorhin in dich reingefahren. Nö. Doch. Oh mein Gott. Alter, der ist... Aber ich kann's halt. Ich hab das gesehen, der Typ ist in dich reingefahren und ist dann irgendwie noch in die Wiese rein. Ja, Markus, gib doch nicht so viel Gas, Mann. Ich lass rollen. Lass laufen. Das ist mein Stichwort. Duck, 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 duck. Hä? Verstehe ich jetzt auch nicht. Naja. Das ist Dirk. Was soll das heißen, ne? Na, was? Na, wö, hä? Na, war? Was? Na, wö. Ah, ja? In der City mit 100. Die ganze Straße ein, aber es mir. Oh nein, es geht bergauf. Jetzt wird das Ding wieder lahmarschiger. Nein. Wo seid ihr ungefähr? Ja, Gott. Mannheim. Mannheim. Da steht Mannheim. Da bin ich fast in eurer Nähe. Da steht Mannheim links, rechts, links, rechts, links, rechts. Na, ich bin links, rechts, rechts, links. Oh. Du alte Funster. Weißt du, da jetzt blinkt der wieder rum. Oh, 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 die Abfahrt muss ich nehmen. Langsam hochfahren. Das erinnert mich an das damalige Euro-Truck, wo ich dich auch so überholt habe und auf einmal im Rückspiegel nur noch zu sehen war, wie du dich geschlagen hast. Oh Mann. Oh lol, bremsen. Bremsen! Oh Scheiße. Komm, gib Gas. Das war jetzt nicht so gut. Ich habe 0% Schaden. Ach, ich 36. Aber zwei am Führerhäusle. Hä, warum ist denn jetzt mein Aufnahmeding nach unten? Hä? Hoffentlich lief die Aufnahme jetzt normal durch hier. Wir sind da, Aufnahme. Was? Nee, notfalls, ich habe ja auch jetzt gerade meine Aufnahme mitlaufen hier. Ist alles gut. Du alte Schlampe. Was denn? Bleib doch mal auf deiner Spur. Ich bin gerade bei einer Mount angekommen. Mount. Mount. Mount Verkehrskontrolle. Wir sind schon an, wie viel sind wir vorbei? 2 oder 3? 2. Wobei, könnte sein, dass er gerade bei der hinter uns ist. Weil wenn er sagt, er ist in der Nähe von Mannheim gewesen. So, wir fahren jetzt nach Luxemburg. Oder Richtung Luxemburg. Zur Liege. Zur Strandliege. Gott. Ja. Wie war der Witz? Von dir? Große Nase, nichts dahinter. Nee. Mit dem Ikea. Jetzt bestimmt auch kein Müller.